Dachchen, Leute, ey. Cool, dass ihr wieder dabei seid, freut mich sehr. Letzte Woche waren Christine, Livi und ich unten in Südportugal in der Algarve unterwegs. Und auf der Suche nach einem schönen Event ist Christine auf die Happy Donkey Sanctuary gestoßen. Diese Eselsfarm ist von Robert vor einigen Jahren gegründet worden und bietet Eseln, die nicht gerade ein positives Leben gehabt haben oder teilweise sogar misshandelt worden sind, einen Zufluchtsort. Und das Besondere an der ganzen Sache ist, dass ihr hier eine wunderschöne Eselswanderung buchen könnt, die durch die Berge von Monchique führt. Was das für uns für ein tolles Erlebnis gewesen ist, das möchte ich euch in diesem Video zeigen. Und wenn ihr Interesse daran habt, auch eine Eselswanderung zu machen, dann schaut mal bis zum Ende des Videos. Da haben wir nämlich eine schöne Überraschung für euch. Wenn euch das Video gefällt, dann würde ich mich sehr über eure Likes freuen oder auch ein Abo, weil ich damit dann den Kanal ausbauen kann. Jetzt wünsche ich euch aber auf jeden Fall erstmal viel Spaß und sag mal, los geht's! Ja, wo ist denn unser Essen? Ja, Hunger! Snack, Frühstück. Oh oh, ich will einen anderen Stuhl. Ein bisschen müde ist er. Leute, ich glaube, ich lege mich gleich daneben. Jetzt siehst du wieder spitze aus. Kalle, was ist los? Hast du ein bisschen Cheesy-Weezy? Das sind echt so ein paar kleine Schlitzohren hier, ne? Schau mal her. Du bist genau Bescheid, was nachher ist, ne? Du auch, ne? Ja. Ich glaub. Immer gerüchtet haben. Jetzt bin ich ein Freund von Ihnen. Hier haben wir jetzt eben gerade den Bach erreicht und schaut mal her. Und ist schön, Liebchen? Ja, aber kalt. Scheint ein bisschen kalt zu sein, obwohl es draußen 36 Grad ist. Und wo sind die Esel? Ich zeig's euch. Die haben hier das richtige dicke Grün gefunden. Ne? Ja, das schmeckt besser als dieses verdörrte Gras. Ne? Und ratsch! Jawohl! Ich glaube, ich brauche keinen Bio-Triturador. Ich hole einfach so einen. Oder ich frage Robert, ob er mir den mal leihen kann. No. Die beiden Knalltüten machen erstmal die Eselchen nach. Hä? Ey, schaut mal her, wie wunderschön dieses Tal hier ist, wo wir durchlaufen. Das, was ihr hier seht, das ist, seht ihr auch überall, die ganzen Bäume sind alle verkohlt, weil hier vor einiger Zeit ein großes Feuer durchgezogen ist. Und da musste der Robert auch seine 5 Esel zusammenpacken und in ein anderes Tal rübergehen, weil die sonst im Feuer verendet wären. Also er sagte, das war schon auch relativ knapp. Gott sei Dank hat es ja geklappt. Das ist echt schön, hierher zu laufen. Das ist Wahnsinn. Die halten überall an, fressen irgendwie das Schilf. Das ist genau das, was ich meine. Die Esel biegen immer nach rechts ab, haben irgendwas, was sie schön finden, was sie lecker finden, und dann geht's los. Und du gehst auch darunter? Hier gehen wir eigentlich entlang, aber habt ihr keine Lust, ne? Also es ist echt... eine ganz, ganz tolle Erfahrung, muss ich sagen. Puh, ich habe auch Hunger. Ia, Ia! Und was sagst du, Livi? Na gut, ich will ja schon mal auf dem Pferd. Ach so, ja dann. Auf Esel ist was ganz anderes als Pferd. Ja, weil die Ohren sind auch schon ein bisschen größer. Ich hab ein bisschen Schiss, dass sie mich immer umrennen.
ist nur geil, wenn man einmal stehen bleibt, dann laufen die einen einfach um. Ne? Ihr schiebt mich einfach zur Seite, wenn ihr wollt. Guck mal hier. Ich stell dir einfach hier den Weg. Ne? Na, hast du mich schon wieder abgedrängt? Lässt du dich ziehen? Ja. Das ist gut, ne? Ja. Hat man nicht so, das ist nicht so steil dann. Ey, das ist echt so schön hier. Vor allem, weil man wirklich merkt, dass die Esel nach einer gewissen Zeit fangen die an, so eine, hier wie er jetzt hier, kommen einfach an, stupsen dich an. Und man hat dann wirklich echt so eine kleine Beziehung zu denen aufgebaut. Ich weiß nicht, hört sich jetzt blöd an, aber wir sind seit 2 Stunden unterwegs. Das ist echt schön. Na, Cameron. Boah, es ist auf jeden Fall in Richtung Mittag wird es ziemlich warm. Also wenn ihr mal so eine schöne Eseltour machen wollt, dann würde ich euch auch dazu raten, relativ früh loszugehen, weil es dann nicht ganz so heiß wird, wenn ihr auf dem Rückweg seid. Nämlich auf dem Hinweg geht's runter, auf dem Rückweg geht's nach oben. Schau mal, ich bin voll am Öl. Dankeschön, Kamera. Yeah. Ja, jetzt sind wir 2 Stunden unterwegs gewesen und sind schon fast wieder zu Hause. Also ich kann sagen, eine sehr, sehr schöne Tour war das. Echt wunderbar. Was sagt die Eselchen dazu? Habt ihr Spaß gehabt beim Laufen? Ja Leute, nach 2,5 Stunden sind wir wieder hier angekommen. Gleich kriegen die Eselchen noch eine leckere Karotte und dann sind sie auch die Happy Donkeys. Schade Leute, es ist jetzt schon wieder vorbei. Wir düsen jetzt los und werden irgendwo was zu essen suchen. Deshalb sagen wir einfach mal Tschüss. Ey, schön, dass ihr dabei wart, hat uns sehr gefreut. Ich sag mal bis später. Ciao, ciao. Ja Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, freue ich mich über eure Likes und natürlich auch über eure Abos, wie schon gesagt. Denn damit kann ich meinen Kanal ausbauen. Wenn ihr euch überlegt, die Happy Donkey Sanctuary mit einer Wanderung zu unterstützen, dann schaut mal unten in den Kanaltext. Da haben wir euch einen kleinen Gutschein eingebaut. Den müsst ihr einfach nur beim Robert bei eurer nächsten Buchung angeben und dann bekommt ihr einen kleinen Rabatt. Aber Achtung, dieser Gutschein ist nur zeitlich begrenzt verfügbar. So, jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß bei eurer nächsten Wanderung. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Und viel Spaß noch auf YouTube. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.